Unsere Urlaubsidee dieses Jahr ist, dass wir nach Arnold fahren und an diesem Wochenende hier haben wir aber relativ viel Wind. So, ja, wir haben einfach beschlossen, ich fahre schon mal vor, vielleicht nach Fredericia oder nach Mittelfahrt und die beiden anderen kommen dann 2 Tage später nach, dann ist schon mal ein Stück geschafft und diese Starkwindphase dann hoffentlich hinter uns und dann geht es weiter über Endelave, Tunel, Samsö nach Arnold. Jetzt sind es hier so 7 Windstärken ungefähr. Ist so ein bisschen wie beim Volvo Ocean Race. Das Wasser kommt übers Deck geflogen, aber ich kann Nordan liegen. Fahre 6 Knoten, also mehr kann man nicht verlangen. Dann mache ich erstmal eine ganze Weile Nord. Eine Sprayhut, dafür ist die da. Fahre im zweiten Ref und mit Sturmfock. Also viel windiger sollte es jetzt lieber nicht werden. Dann muss das groß weg. Ich bin jetzt gleich so ungefähr quer ab Lüo. Ich frage mich immer zu, ob ich noch mal wenden soll, um noch mal ein bisschen weiter unter Land von Aals zu kommen. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt nicht so viel Nord verlieren. Ja, mal sehen, ich glaube, ich lasse es noch einen Moment so laufen. Vielleicht heute Abend in Assens, das wär ganz okay. Wenn es ruhiger werden würde, dann würde ich auch durchfahren, aber bei der Welle und dem Wind glaube ich eher nicht. Ansonsten die Windsteueranlage macht einen super Job, da brauche ich überhaupt nicht eingreifen. Es ist halt sehr schräg hier, sehr laut. Sehr viel Wasser, was hier rüberkommt. Naja, erstmal weitermachen. So, normalerweise bin ich ja mit Windsteueranlage unterwegs, zumindest dann, wenn ich alleine bin. Das bin ich ja recht häufig. Und so fahre ich damit eine Wende, beziehungsweise so bereite ich das vor. Als erstes wird diese Kette, die Pinne steuert, runtergenommen und dann wird an dieser kleinen roten Leine die Windfahne auf den neuen Bug eingestellt. So, jetzt steuere ich mit der Hand weiter. Der Wind ist schon auf der neuen Seite, die Windkurbel. Und jetzt geht's durch die Wende, voller Ausschlag. Und das Kurs kommt rüber, die Fock kommt rüber. Jetzt ist die Fock drüben, wo sie so einigermaßen dicht. Und jetzt kann ich die Kette der Windsteueranlage wieder auf die Pinne legen, weil die ist ja schon auf dem neuen Bug eingestellt, sodass ich meine Hände wieder frei habe. Und jetzt die Fock in die richtige Position kurbeln kann. Ja, das ist die Vorgehensweise. Funktioniert ganz gut, wie man sieht. Auch bei stärkerem Wind. Jetzt kann man noch ein bisschen Feintuning machen. Aber im Grunde genommen weiß man ja, wenn man hoch am Wind fährt, wo das Ding auf dem alten Bug stand. Und so stellt man die Windfahne halt für den neuen Bug auch wieder ein. Und dann gibt es da eigentlich keine Probleme. So, da ist Assens. Boot ist soweit vorbereitet. Kurs ist unten. Genug Geschaukel gehabt heute. Reicht jetzt. Assens. Da muss man nicht zwingenderweise hin. Also zu dem Ort kann ich gar nichts sagen, aber der Hafen ist so lala. Das Wetter ist bescheiden, zumindest trocken. Aber ist ja auch vollkommen wurscht. Und dann geht es ja morgen früher schon weiter nach Fredericia. Und ab Dienstag kommt dann der Sommer, hoffentlich. Gut. Nacht. So, neuer Tag, neues Glück. Sieht fast ein bisschen nach Sommer aus hier um mich rum.
So, angekommen in Fredericia. Bombenwetter, Bombensegeltag. Aber der Hafen und die Location, naja. Wir sind nur hier, oder ich bin nur hier, um Katja und Niklas nachher hier zu übernehmen. Das Gute war, ich bin hier reingefahren und direkt nach der Hafeneinfahrt gab es einen Platz zum Längsseits liegen. Das ist natürlich immer schön einfach, wenn man eine Hand unterwegs ist. Auf dem Weg nach Endelave. Na, jedenfalls fahren wir schon 5:30. Niklas schläft und wir sind gerade aus Fredericia raus. Und so sieht es hier aus. Einfahrt nach Endelave. 5 Minuten noch, dann sind wir fest. Hier geht's durch flaches, grünes, super schönes Wasser. Und weil wir so früh losgefahren sind, haben wir jetzt auch eine gute Chance auf den Platz, weil wir die Ersten sind, die kommen, während die anderen alle fahren. Und da ist auch schon der Hafen. Das letzte Mal, als wir hier waren, vor 2-3 Monaten, da waren wir die Einzigen. Und jetzt ist er einigermaßen voll. Hallo, wir sind in Endelave und es ist toll hier. Es ist nicht so überlaufen. Also ich meine, der Hafen ist jetzt auch voll, aber alle Häfen sind jetzt voll. Die Dänen haben Urlaub, die Deutschen haben Urlaub. Aber es sind fast nur Dänen da und keine Deutschen. In Deutschland scheint es schon wieder zu weit zu sein, hier bis ins Kattegat zu fahren. Jedenfalls ganz entspannt. Bis nachmittags irgendwann kriegt man gut Plätze. Und es ist eine wunderschöne Insel. Man kann hier schwimmen. Suppen, wie wir das nennen, Stand-Up-Paddling. Kann hier toll sitzen. Es ist irgendwie ruhiger als in der dänischen Südsee. Morgen. Ja, das war's mit Endelave. Jetzt geht's weiter nach Samsö. Auf dem Weg nach Langöhr. Hier ist leider kein Lüftchen im Moment. Aber wir haben ja endlich mal einen Motor, mit dem man auch eine längere Strecke mal unterwegs sein kann. Aber das Wasser ist so glatt, dass es bestimmt wieder zu Schwanzwalsichtungen kommt.
Und hinten am Horizont, da sieht man schon lange, wir fahren aber im Süden um Endelave rum und im Süden um Samsö, um dann mit hoffentlich einsetzendem Südwind in 2 Stunden oder so mit dem Spie an der Ostseite von Samsö in Richtung Norden fahren zu können und dann durch diese wunderbare, ich habe das so als so Lagunenlandschaft in Erinnerung zu fahren. Segeln Spaß. Also auch Spaß. Auf die Dauer vielleicht doch ein bisschen zu langsam, aber 4 Knoten, keine Welle, spiegelglattes Wasser und wir fahren in die richtige Richtung nach Samsö. Die erste Spiefahrt. Keine Ahnung, ob wir hier alles richtig machen. Jedenfalls steht das Ding und wir fahren schneller als ohne vermutlich. Dann ist da der Hafen. Das ist ja gar nicht mal so weit, oder? Das reicht ja auch immer ein bisschen leider, ne? Dass man denkt, es ist so nah. Das ist die Ansteuerung von Langöhr. Hier geht es halt durch solche, wie nennt man das, Katja, Lagunen? Nee, ne? Sandbänke und so. Wir sind ungefähr hier, wo mein Schuh ist. Wir fahren jetzt hier rauf. Das sind noch so 2-3 Meilen ungefähr. Dann geht es hier durch so eine Engstelle. Und bei dieser roten Tonne muss man mit so einem smoothen Bogen abbiegen. Wieder in Richtung Süden, durch dieses Tonnenpaar durch. Kommt dann hier in den Hafen von Langö. Von uns aus kann man mit dem Fernglas jetzt schon darüber gucken und sieht, dass da eine ganze Menge los ist. Sowohl im Hafen als auch in dieser Ankerbucht. Aber wir haben ja beide Optionen. Sieht jedenfalls wunderschön aus. Vor 12 Jahren sind wir ungefähr das letzte Mal da durchgefahren und ich habe ganz gute Erinnerungen daran. Irgendwas hat hier eine leicht chaotische Komponente.